Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Minecraft Snapshot Video. Heute haben wir den Snapshot 13W17A vor der Tür und es gibt wieder einige coole Sachen. Zum einen gibt es bald farbiges Holz, also Dennebone hat da ein Bild getwittert vor ein paar Tagen oder gestern, irgendwann halt einmal, und der hat geschrieben, dass es bald wahrscheinlich kommen wird, aber noch nicht in diesem Snapshot. Außerdem gibt es jetzt in diesem neuen Launcher, also Minecraft Dev Launcher, da kann man jetzt jede Minecraft-Version bald ausführen. Also man kann jetzt schon 1.5.1 anklicken und dann spielt ihr damit, oder halt der letzte Snapshot könnt ihr auch. Also ihr müsst es quasi nicht mehr runterladen und eure Minecraft-Jar wechseln, sondern ihr könnt einfach nur Launcher starten und dann halt da einfach das auswählen, welche Version ihr halt braucht. Und es ist so simpel, wie ich es jetzt erklärt habe. Also es ist richtig geil, was sie da machen mit diesem Launcher. Und ja, also ich bin schon mal gespannt, was noch alles kommt. Auf jeden Fall gibt es noch viele andere Sachen. Und zum einen mal, dass in diesen Sandbiomen, dass Sandbiome jetzt viel mehr nach Sandbiomen generiert werden. Und zwar spawnen da jetzt viel weniger oder eigentlich gar keine solche Wasserflecken mehr. Oder was es halt sein soll, eine Oase oder so. Was richtig geil ist. Ja, okay, das nächste ist ein neuer Block und zwar hat er was mit Lehm zu tun. Und ja, ich erkläre mal schnell, wie man das macht. Und zwar erstmal müsst ihr Lehm suchen. Den gibt es in fast jeder Wasserstelle, also einfach mal untertauchen und dann abbauen. Und ja, dann bekommt ihr normalerweise immer so 4 Lehmblöcke oder ja, Drops halt. Und die müsst ihr dann in euer Crafting Grid legen, dann bekommt ihr einen Clay Block. Und wenn ihr da mal genügend habt, dann könnt ihr sie in einen Ofen werfen und dann seid ihr mal gespannt, was draus oder was dabei rauskommt. Das ist nämlich dieser neue Hardened Clay Block. Also auf Deutsch, glaube ich, heißt es irgendwie gehärteter Lehmblock. Und es gibt ja auch irgendwie in Australien oder wo das halt ist, auch so Häuser, die aus diesem Lehm gemacht sind. Oder so Häuser, die aus Kumis gemacht sind, habe ich auch mal gehört, irgendwas. Weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Ja, aber auf jeden Fall hat der sich wahrscheinlich da inspirieren lassen, hat den erbauen. Und das finde ich ziemlich cool. Also diese Blöcke können wir wahrscheinlich bei vielen Architekturen oder so benutzen. Sieht ein bisschen wie die Steintextur aus. Nur so ein bisschen lehmiger. Naja, wer weiß, was da noch draus werden kann aus diesen Dingern. Also so macht man die, ne? Gut, also ab zum nächsten Feature. Übrigens, heute mal um 22 Uhr oder so in den Himmel schauen, da gibt es irgendwas Spannendes mit dem Mond. Ich glaube irgendwie Mondfinsternis oder sowas. Kann schon sein. Ja, wenn ihr jetzt mal im Kreativmodus auf Suche geht und dann hier mal über die Blöcke drüber zeigt mit der Maus, dann sehen wir hier schon diese neue blaue Schrift. Die sagt nämlich jetzt, zu welcher Genre oder zu welcher Abteilung halt dieser Block gehört. Also mir persönlich würde es nicht viel bringen, ich werde es auch nicht benutzen, aber, ja, wer weiß, neue Minecraft-Noobs können es vielleicht brauchen. Also hier steht jetzt zum Beispiel, das ist vom Baumaterial, also von dieser Genre, das da ist von hier und so weiter halt, ne? Dann kann man jetzt alle Monster umbenennen, und zwar mit diesem neuen Name-Tag. Den kann man, soweit ich weiß, nur in Monster-Dungeons finden. Ja, ihr könnt den, also ihr müsst den jetzt in euren Amboss reinlegen. Dann müsst ihr dem einen Namen geben. Machen wir jetzt mal Doggy Style. So. Dann hier draufklicken. Kostet auch ein bisschen XP, aber macht ja nichts. Haben wir ja genug davon. Und ja, dann tun wir unseren Wolf her und machen Rechtsklick mit unserem Doggy Style Item. Und dann haben wir hier unseren Hund, der Doggy Style heißt. Den werden wir gleich mal breeden, tamen meine ich. Du bist jetzt fame. What the hell? Es regnet Zombies. Holy shit. God damn it. What the? God bless you. Holy shit. Wie zum Teufel. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein! Und natürlich gibt es wie in jedem normalen Update auch wieder jede Menge Bugfixes. Da gibt es hier jetzt die Auflistung davon. Lest einfach selber durch. Ich sag da jetzt mal nichts dazu. Und ja, das letzte, was ich hier aufgeschrieben habe,
ist das beliebteste, glaube ich. Also, dass man die Volume, das Volumen, nicht das Volumen, also die Lautstärke halt von der Jukebox jetzt wieder ändern kann. Mit diesem Pegel hier. Was richtig geil ist. Ja, wo bin ich eigentlich? Achso. Ja, also das war es auch schon mit diesem Minecraft Snapshot 13W17A Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Und damit ich auch mehr davon machen kann. Und ja, wenn ihr irgendwelche Kritik oder so habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin ein kritikfähiger Mensch und kann damit gut umgehen. Und es würde mich freuen, wenn ihr irgendwas zu schreiben habt. Ja, also danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Yeah! Und wie immer, Leute, habt einen schönen Tag.